Hallo, heute ist Sonntag, der 11. Dezember 2022. Willkommen zurück auf der Couch und damit zurück zur Videoreihe rund um meine psychoanalytischen Gruppentherapie. Zuletzt ging es ja darum, dass wir Menschen offensichtlich sehr gut darin sind, uns an widrige Lebensbedingungen anzupassen, manchmal sogar zu gut. Da fallen wir in Muster hinein, die uns in unseren speziellen Umgebungen zwar einen Vorteil bringen, aber in anderen Situationen auch Nachteile. An einem Beispiel habe ich das mal vorgeführt. Da ging es darum, dass Menschen sich regelrecht unsichtbar machen und nicht mehr für sich selbst irgendetwas einfordern. Sie verlangen anderen möglichst nichts ab, wollen ihnen keine Zumutung sein und sie nicht stören. Stattdessen verkrümeln sie sich in irgendeine klitzekleine Ecke, wo sie niemanden im Weg sind und machen es sich da ein bisschen gemütlich. Genau genommen war dieses Unsichtbarwerden das Thema eines Videos, das schon länger her ist, nämlich das hier. Ich verlinke es mal oben in der Infoleiste. Im letzten Video habe ich dann davon gesprochen, warum diese Genügsamkeit und dieses Verkriechen in irgendeine Ecke und nicht viel Raum einnehmen und so, warum das dennoch schwierig ist zu überwinden. Weil eigentlich ist es ja ein Verlustgeschäft für die Person selbst. Sie meldet ja selbst gar keine Ansprüche an die Außenwelt an und bekommt so aber auch ihre Bedürfnisse gar nicht erfüllt. Besser wäre es für sie ja, wenn sie sich melden und das erfragen würde, was sie braucht. Dann würde sie ja auch mehr bekommen. Warum das dennoch so schwer ist, das habe ich halt, wie gesagt, im letzten Video besprochen. Auch den Link dazu findet ihr hier oben in der Infoleiste. Und im heutigen Video möchte ich, wie schon angekündigt, noch eine weitere blumige Metapher hinzufügen. Bunte, anschauliche Metaphern sind irgendwie mein Ding. Ich weiß auch nicht wieso. Jedenfalls in der Metapher geht es immer noch darum, warum es leichter gesagt ist als getan, andere Menschen um etwas bitten, etwas von ihnen zu fordern und so weiter. Und zwar die Metapher heißt The Squeaky Wheel oder auch das quietschende Rad. Das geht so. I hate to be a kicker, I always long for peace, but the wheel that squeaks the loudest is the one that gets the grease. Heißt übersetzt, ich bin bestimmt kein Spielverderber und strebe immer nach Frieden, aber das Rad, das am lautesten herumquietscht, wird als erstes geschmiert. Eine schöne, aber auch sehr gemeine Metapher für den Vorwurf, die Leute, die am lautesten herumheulen, denen wird die meiste Aufmerksamkeit gewidmet. Ja, da starten wir da gleich mal voller Frieden und Eintracht in das neue Video. Also, diese grundsätzliche Frage, ob in einer Therapie zum Beispiel immer diejenigen am meisten Aufmerksamkeit bekommen sollten, die auch am meisten zu klagen haben, die kam auch schon mal in einem vergangenen Video bei mir vor. Da ging es vor allem ums Sprechen und ob tatsächlich diejenigen sprechen sollten, denen es gerade am schlechtesten ging. Um es schon mal vorwegzunehmen, die Antwort, zu der ich gekommen bin, war, nein, das hat neben anderen Faktoren auch damit zu tun, dass so eine Therapie, insbesondere so eine psychoanalytische Therapie, nicht nur damit beschäftigt sein sollte, Kriseninterventionen zu leisten oder Leute zu stabilisieren. Das kommt auch mal vor, aber wenn sie sich nur damit beschäftigen würde, dann würde sie ihre langfristige Wirkung ja total verfehlen. Warum ich genau zu dieser Schlussfolgerung gekommen bin, das will ich ja auch nicht nochmal wiederholen. Ich verlinke euch das angesprochene Video auch einfach hier oben in der Infoleiste. Da könnt ihr selber nochmal hineinschauen. Nun ist die Sache damit aber noch nicht erledigt. Um nochmal zu der Metapher von dem Gedicht zurückzukommen. In einer Therapiegruppe sollte also eben gerade nicht immer nur das Rad geschmiert werden, das gerade am lautesten quietscht. Aber heißt das dann, dass es immer eine schlechte Idee wäre, jemanden zu versorgen, der gerade intensiv nach Aufmerksamkeit ruft? Oder ist es vielleicht sogar eine schlechte Idee, selber nach anderen zu quietschen? Ja, in diese Denkfalle bin ich zumindest lange Zeit auch hineingetappt. Und ich bin mir sicher, mit mir zusammen auch noch viele andere. Ich bin nämlich überzeugter Nicht-Quietscher und ich wende mich nicht so gerne an andere. Mir kommt es nicht einmal in den Sinn, um Hilfe zu fragen. Irgendwie ist meine instinktive Reaktion immer, dass ich mich alleine drum kümmern werde. Dabei wäre es ja in manchen Fällen eigentlich viel besser, wenn ich einfach mal zu jemandem hingehen und etwas von ihm verlangen oder einfach sie bittet, mir zu helfen oder sowas. Aber wie gesagt, solche Muster lassen sich halt nicht so einfach mit einem Fingerschnippen wegzaubern. Ein Grund, warum das so schwer ist, diese einmal eingefahrenen Muster zu verlassen, ist nämlich zum Beispiel, dass ich mich mit meiner Rolle identifiziere und so einen heimlichen Stolz daraus ziehe. Darüber habe ich nämlich auch letztes Mal gesprochen. Identifizieren heißt, ich komme mir als einer von den genügsamen Unsichtbaren als besonders toll vor.
Ich bin ja unabhängig von den anderen und ich bin stark genug, mich um mich selbst zu kümmern. Ich bin halt nicht so unselbstständig und hänge anderen die ganze Zeit am Hosenbein, damit die irgendwas für mich machen können. Das heißt umgekehrt aber natürlich auch, dass die anderen, die wiederum sehr viel Platz wegnehmen und die ständig nach der Hilfe anderer Menschen fragen und sowas, dass die ja dann irgendwas Schlechteres sein müssten. Womit wir wieder beim quietschenden Rad sind. So kommen die mir nämlich aus meiner kleinen Ecke vor. Laut, anstrengend und aufdringlich. Schamlos fordern sie die Leistung anderer Menschen ein und merken noch nicht einmal, wie sie ihren Mitmenschen damit auf den Wecker gehen. Von diesen Mitmenschen kriegen sie dann ihren Willen erfüllt, einfach damit sie in Gottes Namen endlich Ruhe geben. Kein sehr schmeichelhaftes Bild, was ich da zeichne. Aber unter diesen Umständen könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass ich keinerlei Grund darin sehe, selbst auch zu so einem quietschenden Rad zu werden, was nur anderen auf den Sack geht. Stattdessen bleibe ich lieber unsichtbar und genügsam in meiner Ecke. Finde ich viel sympathischer. Und ich meine, zweifellos gibt es auch Menschen, auf die diese negativ gefärbte Beschreibung tatsächlich zutrifft. Die scheinen tatsächlich immerzu davon auszugehen, dass sie Sonderrechte haben, die für andere Menschen nicht gelten. Dass jeder ihrer Wünsche so eine Art königlicher Befehl ist, der stets sofort erfüllt werden muss. Dass sie sich immer so benehmen können, wie sie gerade wollen. Das sind Leute, die die Antwort Nein von anderen schlichtweg nicht kennen und auch nicht akzeptieren und die sich sofort lautstark beschweren, wenn ihre zahlreichen Anforderungen mal nicht erfüllt werden. Ja, solche Leute gibt's natürlich tatsächlich. So wie die will ich auch weiterhin nicht werden. Daran hat sich nichts geändert. Die sind ein abschreckendes Beispiel, aber sie sind halt auch ein extremes Beispiel. Die meisten Menschen sind halt so extrem gerade nicht, sondern sie sind eher so moderat unterwegs und da ist ihre Quietschigkeit auch nicht immer nur nachteilig. Das habe ich zum Beispiel dank der Gruppentherapie gesehen. Gerade diejenigen, die ich so für anstrengend und mitteilsam und für bedürftig gehalten habe, weil sie sich sehr oft an andere gewandt haben, die haben in unserer Gruppe nämlich Gespräche eröffnet, die ich selbst gar nicht angesprochen hätte. Ich hätte die Themen nicht angesprochen, weil ich bin ja selbst genügsam und ich komme allein klar und ich brauche gerade keine Hilfe und ach, ist nicht so schlimm. Aber sie haben das gemacht. Und dank ihnen haben wir dann über was geredet, was für mich hinterher sogar tatsächlich einen Mehrwert gebracht hat. Hätten sie das Thema nicht angeschnitten, dann wäre uns dieser Mehrwert doch glatt durch die Lappen gegangen. Auch andere, die vielleicht nicht durch Bedürftigkeit geglänzt haben, sondern die vielleicht auch einfach auf andere Weise unbequem waren, die haben sich manchmal als total produktiv herausgestellt. Beispielsweise haben mehrfach andere GruppenteilnehmerInnen die Therapeuten kritisiert. Mir wäre das nie eingefallen, aber sie hatten Dinge, wegen derer sie unzufrieden waren und das haben sie dann auch gesagt. Erst dadurch konnte ich sehen, wie die beiden Therapeuten überhaupt auf Kritik reagiert haben, wie unterschiedlich beide übrigens mit Kritik umgegangen sind. Da habe ich mir von denen sogar noch was abgucken können. Hätte sich nie irgendjemand wegen irgendeiner Sache über sie beschwert, dann wäre mir das völlig entgangen. Es ist nämlich gar nicht so, dass immer nur das Rad geschmiert wird, das am lautesten quietscht. Ich modifiziere daher mal die anfängliche Metapher ein klein wenig ab. Wenn der Kutscher schon mal absteigt und die Ölkanne herausholt, weil dieses eine Rad an seinem Karren so hundserbärmlich herumquietscht, dann ölt er ja nicht nur dieses eine quietschende Rad, sondern gleich alle vier Räder. Er will ja nicht ein paar Kilometer fahren und dann durch das Gequietsche des nächsten Rades wieder stehen bleiben müssen. So haben am Ende alle Räder einen Vorteil, denn es geht gut geschmiert und munter für alle weiter. So kann man sich die Metapher nämlich auch vorstellen. Da ist das Rad gar nicht so ein listiger Blödian, sondern eigentlich voll nützlich gewesen. Darum ist es eigentlich total unfair, wenn Menschen, die unbequem oder nervig sind, weil ihnen irgendwas nicht passt, immer gleich als weinerlich oder als lästig dargestellt werden. Wenn jemand sowas erlebt, dann wird diese Person sich das nächste Mal wohl lieber zweimal überlegen, ob sie nochmal den Mund aufmacht, nur um hinterher wieder als Mimose abgestempelt zu werden. Wer nicht gerade so ein abgehobenes Anspruchsdenken an den Tag legt, der muss nämlich ganz schön viel Stärke aufbringen, um seinen Mund aufzumachen, gerade weil die anderen Menschen sich über sie lustig machen oder herablassend auf sie runterblicken. So viel also auch zu der Behauptung, wer Missstände tapfer erträgt, sei irgendwie stärker oder tapferer als die anderen. Als ob starke Räder es nicht nötig hätten, um Öl zu betteln. Als ob das quietschende Rad da völlig unnötig aufhebens um nichts gemacht hätte. Dabei stimmt das eigentlich gar nicht. Was, frage ich euch nämlich, wäre denn passiert, wenn das quietschende Rad nicht gewesen wäre? Wenn nur tapfere und starke Räder an dem Pferdekarren gespannt gewesen wären? Dann wäre die Pferdekutsche einfach immer weiter, still weitergefahren,
Alle Räder seien gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Irgendwann ging auch ihnen die Schmiere aus, aber sie hätten trotzdem tapfer schweigend weitergemacht und versucht, sich nichts anmerken zu lassen, bis zu dem folgenschweren Moment, wo das Material in ihnen nachgibt und sie kaputt gehen. Dann hätten alle das Nachsehen, die Pferde, der Kutscher und die Räder, weil es für alle nicht mehr weitergeht. Es ist also überhaupt nicht produktiv, einfach zu schweigen und seine unerfüllten Bedürfnisse in sich hineinzufressen. Riesengroßer Mist ist das. Eigentlich sind wir auf die quietschenden Räder angewiesen. Weil wenn immer alle nur schweigend alles ertragen, dann würde immer alles nur so bleiben, wie es ist. Oder es würde sogar noch schlimmer werden, weil, ja, mit uns kann man es ja machen. Wir beschweren uns ja nicht. Damit es für uns in der Zukunft aber besser weitergeht, dann muss jemand den Mund aufmachen und unbequem dazwischen quietschen. Und wenn wir selbst das nicht sind, dann muss es halt jemand anderes machen. Eigentlich bedeutet Schweigen da auch nur so viel wie, hoffentlich sagt jemand anderes was. Wer weiß, wie unser Leben heute aussehen würde, wenn es in der Vergangenheit nicht auch schon quietschende Räder gegeben hätte, die lautstark Missstände angeprangert haben. Wie viele Vorteile wir heute haben, weil jemand in der Vergangenheit eben nicht einfach das Maul gehalten und tapfer weitergewurschtelt hat. So kann man die Sache nämlich auch mal sehen. Also in dem heutigen Video ging es mir erst einmal nur darum, mal einen ganz anderen Blick zu bekommen. Ja, Menschen können nervig sein, insbesondere wenn sie Forderungen stellen oder irgendwas wollen und sich nicht einfach mal zufrieden geben oder dieses oder jenes. Da kann es mal passieren, dass man so eine ablehnende Haltung einnimmt und zu diesen ganzen Heulsusen so auf Abstand geht. Sollen die mich da mal in Ruhe lassen mit ihrem Herumgeflenne? Aber so wie ich es beschrieben habe, bekommt das ganze Bild nochmal eine zweite Ebene. Es muss nichts Schlechtes sein, sich zu beklagen. Es bringt Veränderungen in Gange, die ansonsten gar nicht oder viel zu spät erst passieren würden. Natürlich ist es klar, dass man nicht so eine innere Einstellung einfach so über den Haufen werfen kann. Es hat ja nicht zuletzt auch einen Grund, weshalb jemand überhaupt so eine pflegeleichte Genügsamkeit überhaupt erst entwickelt hat. Vielleicht sind ja manche in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es schlichtweg nicht genug gab für alle. Klar, dann ist es natürlich umso besser, je genügsamer man selbst ist. Oder die Erwachsenen waren immer grundsätzlich völlig überfordert mit den Kindern um sich herum. Das kenne ich auf jeden Fall auch noch gut. Dass es die Erwachsenen immer unglaublich genervt hat, wenn wir laut oder anstrengend waren. Die waren einfach dankbar für jedes Kind, was nicht einen riesen Zirkus veranstaltet hat. Das fällt also auch nicht einfach so vom Himmel, diese Anspruchslosigkeit. Wer also auch mal auf Mimosen kühl herabblickt und sich dabei ertappt, muss deswegen nicht gleich sauer auf sich sein. Das ist halt auch so eine Überlebensstrategie, wie ich am letzten Video auch beschrieben habe. Aber vielleicht, wenn ihr euch das nächste Mal über andere Menschen ärgert, kommt euch ja dann im nächsten Moment auch die Pferdekutsche mit dem quietschenden Rad in den Sinn. Das Quietschen hatte ja auch einen Grund und war zumindest nicht völlig unberechtigt. Vielleicht stimmt euch das ja wieder ein bisschen gnädiger. Ganz nebenbei ist es übrigens noch nicht der Weisheit letzter Schluss, sich selbst das Aufmucken zu erlauben, weil es ja nützlich für andere ist. Als ob wir nur dann etwas tun dürften, wenn das vorteilhaft für andere ist. Genau genommen sind wir selbst ja schließlich die Personen, für die wir leben sollten. Und das allein zählt genauso viel. Aber hey, wir tasten uns langsam ran, ja. Und sich zu getrauen, den Mund aufzumachen, weil es ja möglicherweise auch gar nicht so schlecht für die anderen ist, ist immerhin besser, als gar nicht den Mund aufzumachen, oder? Ja, das war mal wieder, wie so oft, eine blumige oder vielmehr geräuschstarke Metapher. Wie fandet ihr das so? Konntet ihr mit dem Sinnbild etwas anfangen? Und da habt ihr euch auch schon mal über jemanden geärgert, der scheinbar aus einer Mücke einen Elefanten gemacht hat? Oder seid ihr vielleicht selbst jemand, der genau sowas macht und dann von anderen böse Blicke bekommt? Wenn ihr jedenfalls etwas zu diesem Thema erzählen wollt, dann schreibt es gern unten in die Kommentare. Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Und dann verbleibe ich euch bis zum nächsten Mal mit hundserbärmlich quietschenden Grüßen. Euer Katersturz.